Gibst erstmal einen Tritt in die Eier. Arschloch. Esse ich hier halt dein Ohr ab, dein verschissenes. Jetzt ist Schluss hier. Du vergewaltigst niemanden mehr. Eierloses Ding. Tschüss. Scheiße. Hoffentlich hat das niemand gehört. Aber ich denke, das hat jemand gehört. Wir haben keine Munition mehr, wie es aussieht. Scheiße, scheiße. Lara, fang dich wieder. Du musst da raus. Schnell. Der Typ hat es drauf angelegt. Muss kurz gucken, wie wir hier weiterkommen. Auf jeden Fall jetzt hier nichts wie weg. Mit den Typen ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Gucken, hier geht's nicht lang. Wir können das hier nur entlang schleichen. Sehr schön, dass Lara sucht die Deckung auch automatisch hier. Geht's noch mal runter. Ich weiß nicht, hier werden wir wahrscheinlich bei Gelegenheit noch mal zurückkehren müssen. Die ganze Hütte brennt hier. Nichts wie weg erstmal hier raus. Ist die Pistole überhaupt geladen? Wir haben gar keine Munition für. Immer einen Ausweg. Wir haben keine Pfeile. Hm. Hier. Gucken, was wir da noch finden. Ein bisschen Bergungsgut. Hier ist noch Munition für die Pistole. Wir brauchen aber erstmal Pfeile wieder. So nix wie weg. Bevor die uns hier noch nachkommen. Komm, geh auf die Rex-Tür. Das ganze Zeug ist auch trocken wie. Komm schon. Raus da. So, das Gehuste übrigens. Sorry, dass ich das unterbrechen muss, aber dieses Gehuste eben. Das war ein so ein Punkt, wo ich sage, die Synchro, pfui. Ansonsten, immer wieder geil. Aber jetzt wieder zurück hier ins Spiel. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Du hörst gleich gar nichts mehr, Typ. Hier haben wir noch ein bisschen Nahrungsmittel, ein bisschen Pfeile. Kann den Bogen noch ein bisschen ranzoomen und... ist aus. Pistolenmunition ist anscheinend voll. Und wir werden jetzt hier mal
Handy. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein. Ich brauch Hilfe! Du brauchst in der Tat erstmal ein neues Auge. Alles in Ordnung. Hier noch Munition. Was haben wir denn hier? Hier haben sie noch einen von unserer Crew anscheinend umgebracht wieder. Wir nutzen einfach mal ihre Ausrüstung. Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Bros, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Wir gucken uns hier erstmal um. Und dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir zu Roth kommen. So, hier blinkt was. Das ist ein... Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Das ist ein Geocache. Das ist eins von den sammelbaren Objekten, was wir hier einsammeln können. Und gibt's für jede Zone gibt's eigentlich Geocaches. Das heißt also, wir können hier die Dinger einfach einsammeln. Ich weiß nicht genau, was sie für Boni bringen jetzt. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Allerdings gibt's halt für jede Zone verschiedene Anzahlen. Und ja, ich sammle, wie gesagt, ich werde alles einsammeln. Da haben wir also auch die Möglichkeit, noch mehr von diesen Caches freizuschalten, beziehungsweise auch so Übersichtskarten freizuschalten. So, Munition sind wir ja was im Glück voll. So, dann geht's hier auch noch weiter. Was haben wir denn hier? Ah ja, eine Höhle. Das ist ja sehr schön. Hier haben wir jetzt die komplette Karte für die Bergtempelregion. Hier können wir später noch das mit dem Anzünden machen. So, und jetzt haben wir hier alle Positionen sämtlicher Secrets in der Region hier schon mal freigeschaltet. Das heißt also, hier haben wir noch Reliquien, zwei Stück. Und hier haben wir noch ein Geocache. Das ist hier dieses längliche Symbol. Das hier ist ein Geocache. Und hier haben wir noch ein Dokument. So, und da oben müssen wir hin. Das heißt, wir werden uns hier noch ein bisschen umgucken. Ich werde allerdings gleich mal eine kurze Aufnahmepause machen, bevor ich hier weitermache. So, jetzt aber erstmal hier, so den einen Geocache haben wir ja gefunden. Gerade mal gucken, wo wir hingehen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier vorne das Zelt ist ein Schnellreiselager. Von da aus können wir verschiedene andere Schnellreiselager quasi erreichen. Geht's hier noch nicht mehr weiter. Das heißt, hier an dem Lager können wir speichern. Und da hinten habe ich gesehen, hier ist noch eine Höhle. Die erkunden wir vorher noch schnell. Na komm. Gucken, was es hier gibt. Hier können wir zumindest unsere Fackel entzünden. So, was haben wir hier? Einmal Bergungsgut. Und dann haben wir hier noch einen. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt.
Ja, dieser Matthias, dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Ja. Anscheinend ja schon. Das heißt, er kennt sich hier aus, von wegen er ist Lehrer. Vielleicht Lehrer der dunklen Künste. Und wir gehen erstmal hier in dem Lager. Da können wir auch speichern, können unsere Waffen ein bisschen upgraden. Es ist ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Das alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, ich bin gerade am Überlegen hier. Das war jetzt Teil 2 von Laras Tagebuch. Ich bin gerade am Überlegen, was ich nehme. Ob ich als erstes Überlebenskunst nehme, wahrscheinlich schon. Oder erst Pfeile wiederfinden. Ich denke, wir gehen erstmal auf Überlebenskunst. Danach wird Pfeile wiederfinden definitiv kommen. Dann können wir nämlich Plünderung noch. Wobei Plünderung brauchen wir nicht, weil Munition fand ich jetzt in dem Spiel nicht zu knapp. Also machen wir das erstmal. Damit bekommen wir Lebensmitteltruhen und so weiter. Zusätzliche EP, das heißt, es lässt uns schneller aufsteigen. Da können wir jetzt nichts mehr upgraden. Allerdings, wir können unsere Ausrüstung noch verbessern. Wir können unseren Bogen zumindest hier noch ein oder zwei Upgrades gönnen. Verstärkte Wurfarme. Dadurch gibt es mehr Zug und mehr Schaden. Und mit der gewickelten Sehne, die werden wir uns als nächstes holen. Dann können wir auf jeden Fall die Schussfrequenz erhöhen. Das ist ganz wichtig, wenn wir mit mehreren Feinden gleichzeitig zu tun haben. So, an der Stelle werde ich, wie gesagt, eine kurze Aufnahmepause mal einlegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.